Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann Warum? Könnt ihr gehen, sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Die haben mich doch angegriffen. Hello Friends, and Rob Fox ist wieder am Start. Es ist lange her, aber ich dachte, wir spielen wieder eine Runde Skyrim. Skyrim VR, full gemoddet. Ja, wo waren wir letztes Mal bei Skyrim? Wir sind nach Ivarstedt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Nach Ivarstedt gereist, wollten eigentlich zu den Graumänen. Was machen wir heute? Heute habe ich geplant, laufen wir einfach wieder rum, um uns wieder an Skyrim zu gewöhnen. Vor allem, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Zaubersprüche, die sind bestimmt nicht mehr in meinem Kopf. Aber wir schauen mal. Ich denke mal, das wird wieder eine Heidenspaß, um wieder ins Skyrim-Universum rumzulaufen. Mal gucken, was uns ereilt. Und wollen wir mal Ausrüstung kurz checken. Voila. Oh, ich komme jetzt schon mit der Steuerung nicht klar. Ja, wir sind doch ganz am Anfang. Schuppenmantel, Schuppenmantel. Und das anziehen? Ah ne, da habe ich ja das. Auf warmen Sanden, Dr. Sanden. Hat. Ja, wird schon passen. Gehen wir mal raus. Guten Abend. Oder morgen, oder? Haben wir morgen? Wir haben morgen. Gut, müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man langsam. Achso, ich bin es noch von Skyrim. Von Alex gewohnt. Hallo. Habt ihr schon mit Fastred gesprochen? Ja. Nein. Hammergeiler Mundschutz. Ich sage euch eins, Wilhelm. Hammergeiler Mundschutz, ja. Bin's noch von Alex gewohnt, so langsam zu laufen. Aber Klimek muss noch so viel. Naja, gucken wir mal. Ich habe jetzt das ganze Spiel mal auf die M2 installiert. Also die ganzen Texturen und so. Ich erhoffe mir ein bisschen mehr Performance. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen Performance-geil. Das Aufploppen hat mich manchmal echt ein bisschen gestört. Oh je. Aber was mich jetzt stört, ist eher, dass ich keine Peilung habe, wo ich hin soll. Vor allem, was mich auch stört, ich bin ja ein Fuchs, geil. Ich bin ja so ein Freak. Diese Schnalle hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die Schnalle muss richtig sitzen. Das macht mich sonst wahnsinnig. Schnarchen geht auch, okay. Gucken. Bogen kann man auch, okay. Aha. Geht auch. Funktioniert auch. Gut. Bell, Haas, Hall. Das geht nicht. Da muss ich kurz was machen. Jetzt müsste es funktionieren. Bell, Haas, Hall. Ja. Besser Rot, Haas, Hall. Yes. Lightning Balls. Nila. Läuft. Mal kurz checken. Geht das? Läuft sehr gut. Bravo. Gut. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Eigentlich müssen wir da hoch, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich habe total vergessen, wie geil Skyrim eigentlich ist. In VR ist es wundervoll. Wonderful. Sollen wir da hoch eigentlich? Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Theoretisch können wir gleich zu den Graubärten hoch.
Das ist unser eigentliches Ziel gewesen. Aber mir gefällt das Wetter irgendwie. Es ist immer, das ist immer noch so neblig. Wir warten jetzt mal ein paar Stunden und hoffen, dass das Wetter besser wird. So, ich habe jetzt sagenumwoben 2 Tage gewartet. Nicht in Real Life, aber in Schnelldurchlauf. Oh, fuck you! Panik! Kommt da so ein fucking weißer Wolf? Ich glaube, es hackt. Fuck, ist der groß? Ich sag viel zu viel Fuck. Es tut mir so leid, Fräulein Temba. Wenn ihr vielleicht etwas aus. Sie sind ein bisschen mit Blut, gell? Wollte ich nur sagen. Scheiße. Was wollte ich sagen? Ja, 2 Tage habe ich gewartet, dass dieser Nebel weggeht. Ich wurde vorhin schon von diesem Wolf getötet und habe dann gedacht, ach komm, ich spiele dieses Intro nochmal neu. Und dann kommt er wieder. An eurer Stelle würde ich unser Mann. So schnell wie möglich hinter mir lassen. Ich will es auch nicht ausrüsten, ich will es tragen. So, aber jetzt. Klarer Himmel, kein Nebel. Wir gehen jetzt da hoch zu den Graumänteln. Und dann gucken wir, was Sache ist. Oh je, Brille beschlägt schon ein bisschen. Ach, die Temperaturen, es wird nicht besser. Ich habe gedacht, nächste Zeit wird es ein bisschen kühler. Aber es soll anscheinend wieder wärmer werden, auch wenn nur für ein paar Tage. Oh, da läuft ein Bär rum. Gucken wir uns mal alles ganz genau an, würde ich sagen. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Na, ich glaube, mit der Zeit werde ich besser mit dem Lesen. Ich habe auch in der Schule früher nicht gerne gelesen. Weil ich dann immer so schnell nervös wurde. Hat sich bis heute nicht verändert. Aber es wird besser. Boah, geht voll daneben. Achso, Level up. Level up machen wir mal schnell. Ich würde sagen, Gesundheit. Ich habe, wie gesagt, keinen Durchblick, welchen Weg wir letztens gehen wollten, aber ich glaube, wir wollten den Bogenschützen auf verbessern. Bögen haben wir Schaden und kritische Schüsse mit Bögen bewegen. Ja, Schaden. Schaden mit Bögen ist immer gut. Machen wir. Stufe 2. Das helfen wir mal. Ich habe gelesen bei Reddit, dass man nicht schnell speichern soll, weil dann die Saves kaputt gehen. Bin mir nicht sicher. Sieht gut aus. Ich bin immer noch jedes Mal erstaunt, wie gut Skyrim aussieht und wie gut sich Skyrim in VR spielen lässt. Schon schön. Bis auf die Tatsache, dass mich heute die Brille ein bisschen nervt. Ja, meckern auf hohem Niveau. Na, ich hoffe einfach, dass Skyrim gut ankommt bei euch da draußen. Vielleicht wird das auch wieder eine kleine Reihe von 4-5 Folgen.
bis wir uns dem nächsten Projekt widmen. Into the Radius war geplant als nächstes Straight Wednesday Projekt. Aber da es einfach noch nicht ausgereift genug ist, verschieben wir das wahrscheinlich. Ah, sieht das schön aus mit der Sonne. Ja, sieht echt schön aus. Ich fühle mich wie zu Hause. Im Schwarzwald. Guten Morgen. Und dann lesen wir das nächste. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Und die Dimensionen bei Skyrim ist halt echt richtig gut. Es ist, ich habe wirklich das Feeling, als würde ich da einen Berg hochschauen. Von der Höhe her. Richtig schön. Och, juch. Letztens wollte ich den Freunden auch Skyrim zeigen, die zu Besuch hier waren. Aber ich musste, wie gesagt, noch ein paar Einstellungen machen. Hab die erst jetzt heute fertig gemacht. Aber ich schätze mal, die werden irgendwann mal wieder zu Besuch da sein. Und dann werde ich sie mit diesem Spiel erneuert hypen. Affected Demenzen kam ja sehr gut an. Also bei denen. Ich hoffe auch bei den anderen. Half-Life hat denen auch sehr gut gefallen. Ah, dann schauen wir mal. Mit dem Sound noch zusammen hört sich das echt gut an mit dem Wind. Und den Wind spüre ich ja physikalisch mit, weil ich ja hier einen Ventilator in Real Life installiert habe, aber schon Ewigkeiten. Das mit dem Spiel kommuniziert. Das heißt, wenn es im Spiel windet, windet es auch hier. Wenn es nicht windet, windet es auch nicht hier. Also, ihr versteht, was ich meine. Ach, die Immersion. Mir sind Immersionen so wichtig, gell, Ziege? Nur den Schnee fühle ich nicht. Das wäre mir zu aufwendig, einen Kühlschrank hier reinzustellen, der mir immer Schnee reinhäuft. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Wichtiger Heartbreaker. Romantisch. Okay, ein Wolf ist da oben. Mal kurz was checken. Hab mir kurz mal nochmal OBS nochmal alles durchgecheckt und gesehen, dass Odin hier ist. Irgendwo hier. Oder? Also, ihr seht das wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich Odin. Hallo Odin. Ich hoffe, ich trete nicht auf dich. Ja gut, laufen wir mal ein bisschen schneller. Wir haben ja nicht allzu lange Zeit. Die Zeit müssen wir nutzen. Weniger Blabla, mehr machen. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Dürftig? Fuck! Ein Drache? Ernsthaft? Jetzt? Okay, beruhig dich. Was machen wir? Wir haben Pfeile. Wie viel Weile haben wir? Warum kommt die jetzt? Oder fliegt er einfach nur? Oh. Ey, ich bin noch nicht bereit. Gerade erst wieder angefangen. Emblem 4.
Kain? Kain wandte sich den Paturnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drachen gegen Zunge. Paturnax. Paturnax, oder? Oder Paturnax? Paturnax. Pa. Okay, Paturnax. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich ja der Drachengeborene bin. The Dragonborn. Nicht erschreien kann. So, diejenigen, die Skyrim schon mal gespielt haben, wissen, was hier jetzt kommt. Und zwar ein Albino-Troll. Der mich hoffentlich... Der kommt jetzt da runter. Fuck. Ach, das Gift. Es ist gut, dass ich einen Giftbogen habe. Es ist sehr gut, dass ich einen Giftbogen habe. Und ja, meine Pfeile. Trollfett ist gut. Trollpelz ist gut. Und ich trage zu viel. Ba-ba-bam. Warum trage ich so viel? Ach, Leute. Ja, es wird Zeit, dass ich eine Kammer brauche, dann... Ach ja, weil ich davon zu viel habe. Mir fehlt ja immer noch eine Truhe. Mir fehlt Geld. Ja gut, geht nicht anders. Wir müssen... Ja, müssen wir halt... das weglassen. Eistroll, Prelz, Pelz. Oha, ja, oh, wir haben auch viel zu viele Eisenerzbarren. Und Silbererz. Und Pelze. Und davon. Muss ich mal wegmachen. Ja, ist halt so. Oh nein, ich komm. Doch, jetzt. Und noch mehr. Die Pfeile immer wieder mitnehmen. Was? 75 Pfeile? Emblem 5. Die Menschen siegten. Sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war. Obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatte. Ja, die Menschen müssen immer alles kaputt machen. Wir hätten bestimmt friedlich mit den Drachen leben können. Aber nein. Emblem 6. Mit brüllenden Zungen eroberten die Kinder des Himmels. Sie gründeten das erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Ja, keine Drachen mehr. Bis heute. Das war ja das Verlies, was wir als erstes hatten, glaube ich. Oder? Ich denke schon... Ja doch. Soweit ich weiß, war das unser erstes. Die
Irgendwas mit Grotte. Emblem 7. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen. Windrufer begann seine siebenjährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Jürgen. Dynalo habe ich aus, weil ich, keine Ahnung, ich dachte, Performance wird wahrscheinlich ein bisschen streiken. Ich glaube, in meinem Test war Dynalo weder sichtlich perfekt, noch hat es Performance, wenig Performance gekostet. Somit habe ich mich gegen Dynalo entschieden. Emblem 8. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille, er baute sein Heim auf dem Hals der Welt. Jürgen. Das ist Jürgen vom Big Brother, oder? Ist er doch auch Jürgen. Uiuiui, ist das hell, ist das hell. Ja, das kennen wir ja alles da unten. Also ich probiere vielleicht mal beim nächsten Mal Dynalo anzumachen. Ein paar Tests zu machen. Aber es ist jetzt nicht so oft, dass wir jetzt in so einer hohen Distanz stehen, dass sich lohnt. Emblem 9. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hoch-Hotga gerufen. Sie nannten ihn, sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Drachengeborener. Jetzt müsste ich eigentlich ein Achievement bekommen, weil ich alle Tafeln gelesen habe. Oder? Nö. Emblem 10. Die Stimme bedeutete Verehrung. Folge dem inneren Weg. Sprich nur in wahrer Not. Ja, siehste? Weil ich alle Tafeln gelesen habe. Kein Achievement, sondern eine Stimme sogar. Aber who cares? Kann man looten? Nee, ist leer. Das sind, glaub, Opfergaben. Dann nehmen wir nix. Jetzt haben wir es mit den Streihelden zu tun. Sonst haben wir es mit den Schreihelden zu tun. Oh fuck. Rein. Guten Abend. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. So, jetzt pass auf. Ich schrei dich jetzt richtig dermaßen an. Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Fum. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hoch-Hotga. Guten Tag. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen.
Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ro. Das war alles? Ach so. Sorry, Digga. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nur als würde ich in Wirklichkeit jetzt hier rumschreien. Hier leben noch andere Menschen. Die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Es sieht super aus hier. Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Joch. Mieten ihn in den Solarplexus. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tunnel. Bitte was? Ich höre nichts, so laut. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt kombinieren. Ah, ne, ist schon. Ach, ist schon, ja, okay. Okay, dann raus. Zoom! Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ja, also doch kombinieren. Ich hoffe, das funktioniert. So wie ich mir das vorstellen muss, ich. Zoom! Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Muss man draufbleiben? Da muss ich kurz was checken. So. Ich musste was einstellen. Jetzt hab ich ein Haar in der Nase. Jetzt fass mal auf. Sarat Fum. Läuft, Digga. Wieder einmal. Sarat Fum. Großer Schrei, habe ich programmiert. Vorhin, gerade eben. Ihr lernt schnell. Ich weiß. Klar. Zerat Thum. Beeindruckend. Ich weiß. Was aber nicht beeindruckend ist, dass ich das nicht gemacht habe. Verdammt. Einmal mit Profis arbeiten. Eure nächste Prüfung findet im Hof. Folgt Meister Bodi. Meister Urin. So. Schön hier.
Unglaublich. Gerade eben Brille geputzt. Schon wieder beschlagen. Mann, 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 Mann. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wut beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Hult! Gib mir. Ihr müsst das Wort tief. Gib mir die Wörter. Hey, Odin, pst. Nein. Meine Worte. Der wird sein Wissen über Hult. Meister Wulfgar wird den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Natürlich. Ist ja klar. Meister Bori, Bex. Jetzt seid ihr dran. Oh, nicer Dicer. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Mach auf! Ja, komm, mach auf! Zoom! Digga, ich muss doch erstmal sagen. Zoom! Scheiße. Noch einmal. Zoom! Shit. Ja, ja, zählt. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt Was soll das denn heißen? Für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt Ustengraf? Was soll denn das schon wieder sein? Cool, Bro. Danke. Es gibt nur vier von euch? Fünf. Unser Anführer Partornax lebt allein auf dem... Partornax, so spricht man ihn aus. Wenn den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay. Auf Wiedersehen. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Mal gucken, ob ich da hoch kann. Ja, und die Moral der Geschichte ist, wow, richtige Schreie auswählen. Ja, da kann man nicht, nein, also noch nicht, das haben wir jetzt gemerkt, gell? Das... So, wir haben also jetzt eine Mission von den Graubärten bekommen, einen neuen Schrei. Oh Mann, Odin. Wenn das jetzt ein Horrorspiel wäre, ich hätte dich gekickt. Ja. Wir haben jetzt also eine neue Aufgabe. Wir haben jetzt also eine neue Aufgabe.
Irgendwo auf der Karte. Irgendwo am Arsch der Welt, wie immer. Das machen wir jetzt aber nicht. Also, das Wort muss ich irgendwie ändern. Schrei ich ja ständig. War deswegen M? Nö. Hätte ja sein können. Ja, jetzt laufen wir mal zurück. Ich glaube, 10 Minuten haben wir noch. Was wir in den 10 Minuten machen, weiß ich nicht. Ich glaube, für einen Dungeon ist es zu wenig Zeit. Ich hoffe, die Episode war nicht zu langweilig für euch. Obwohl ich, glaube ich, ein bisschen Zeit rausholen könnte. Warte, lasst mich ein bisschen Magic machen. Zu. Ich liebe Zeitraffer. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Von einem Jarl. Den Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Joch! Das war nah. Wow. Oh je. Mal schnell irgendwo drunter. Blitz, Holz, keine gute Idee. Joch, da geht's aber ab jetzt hier. Okay. Lesen wir kurz, was der Jarl uns gebracht hat. Wie vom Jarl. Okay. Gefangene 1702. Okay. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Siegreid. Und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrenwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskarl. Und ganz unter uns, sollte sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte durchaus das eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei werden. Und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe, ja, Siegreid von Falkenring. Okay, noch jemand, der meine... Joch! Tollen Bogenschützen. Bogenschützenkünste. Ihr werdet Drachenblut genannt? Ja. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als ein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirans erscheinen werden. Ich klatsche dich gleich mit meinem Pfeil im Gesicht. Joch. Oh, oh. Okay. So. Gib mir das Schwert. Warum? Warum greifen die mich jetzt an? Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Hab ich gar nicht. Verteidigung zu sagen? Ich war das nicht. Ach, come on. Ernsthaft? Ja, hier ist das Geld. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Warum? Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Die haben mich doch angegriffen. Ich hab nichts getan, ich bin unschuldig. Wo sind wir denn jetzt hier? Mann. Ich hoffe, die haben jetzt nicht irgendwelches gutes Zeug weggenommen.
Nö, ich müsste noch alles haben, was ich brauche. Ich habe ja jetzt nicht großartig was geklaut. Oh boy, oh boy, oh boy. Das hat etwas mit meinem Glauben zu tun. Was für ein Abschluss. Aber ich glaube, den Abschluss nutzen wir, um diese Episode zu beenden. Ja. Ich würde sagen, dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, immer Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Anregungen und Feedbacks für mich habt. Ich würde mich immer freuen. Schreibt mir auch, wenn euch das Video allgemein gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, was uns Skyrim VR noch so bringt. Und ob wir wieder ins Gefängnis kommen wegen der Lappalie. Also ich war nicht schuld. Ihr seid mein Zeugen. Ich habe nichts gemacht. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Euer Anero Fox. Auf Wiedersehen. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.